So, ein herzliches Willkommen bei der The Most Land beim Team Fiola oder auf dem Kanal Thomas Fiola. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und sage Willkommen zu Folge 6. Genau, heute ein bisschen mehr, ne? Also der Reik ist heute nur Zierde da. Der steht nur da, weil er da steht. Und dann ist da die Jenny Moin. und der Florian. Genau, und meine Wenigkeit, mich kennt ihr schon. Und dann würde ich sagen, wir starten durch, wir legen los. Ja, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet für euch. Und dann geht das vorwärts. Ja, genau. Erstmal ein Dankeschön für die Likes und die Abos der letzten Tage. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, der Stream gestern, der 4-Stunden-Stream, Stream wollte ich schon sagen, der 4-Stunden-Stream hat euch ein wenig gefallen. Die Frage-Antwort auf der NF Marsch war ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen hingezogen. War nicht so viele Fragen, also ein paar hat ja die Shelly aus der Homepage vom Fat Action vorgelesen. Die Fragen konnte man auch hoffentlich alle beantworten und ihr habt alle im Nachgang auch was davon. Falls es wieder Fragen geben sollte zur NF Marsch, dürft ihr natürlich auch hier sehr gerne in den Chat reinschreiben und wir werden versuchen, die Fragen so schnellst wie möglich und so best wie möglich zu beantworten, logischerweise. Und natürlich, wenn es auch hier zu dieser Map Fragen gibt, fragt, ihr dürft uns quasi fast alles fragen. Genau, und hier nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Schaut euch bitte Folge 4 an und kommentiert ganz fleißig den Namen Raik, weil ich will den Raik vor seiner Kaffeemaschine tanzen sehen. Und wir eigentlich auch. Deswegen brauchen wir eure Stimme und sind auf eure Hilfe angewiesen. Und ich denke, der Rest vom Team will den Raik auch mal vor der Kaffeemaschine tanzen sehen. Jeden Fall. Ja, aktuell sind wir auf Feld 23 unterwegs. Ja, wir haben schon ein bisschen was runter gemacht hier und haben jetzt gedacht, Mensch, da nehmen wir, hauen wir ein bisschen, was ist eigentlich drauf? Gerste. Genau, Gerste ist drauf. Vorher war Gras drauf, jetzt ist Gerste drauf. Warum, weiß ich nicht. Ist halt einfach so. Ja, ich würde mal fragen, wir fragen einfach mal die Jenny, wie sie den Stream gestern gefunden hat. So, keine Antwort, das ist auch eine Antwort. So ist es halt. Entschuldigung, ich habe die Frage nicht gehört, weil ich dich bei mir gemutet habe.
Stream war sehr interessant. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war nur schade, dass halt einfach zu wenig Fragen kamen. So dass uns Jenny auch welche ja, von der Homepage vorlesen musste. Jungs, so wollt ihr das Stroh hinhaben? Komposter, Lager, Mischfutter. Okay. Gibt es eigentlich auch eine Eisenbahnstrecke vom Hof bis zum Komposter? Nee. Scheiße. Ich meine, verdammt. Richtig. Ja, ich hoffe natürlich, euch haben die anderen Folgen auch gefallen und ihr findet dieses Projekt, die Karte auch nicht ganz so schlecht. Ja, ich denke die ganze Zeit, warum höre ich denn nichts? Dafür weiß ich, woran der Fehler hängt. So, jetzt wunderschön. Ja, jetzt geht's auch. Und jetzt versteht man auch die Herrschaften im TS. Ja, wunderschön. Ich begrüße nochmal den Jenny und den Flo. Was hat denn jetzt schon wieder vergeigt? So, und jetzt können wir auch gerne die Frage nochmal, jetzt kriegen wir auch wahrscheinlich die Antwort auf die Frage von vorhin, wie sie den Stream fand gestern, den Frage-Antwort-Stream auf der NF-Marsch natürlich. Es war richtig schön, hat Spaß gemacht und war nur schade, dass wenig Fragen kamen, weil viele auch schon die Map in- und auswendig kennen. Klar, sie ist schon eine Weile draußen. Aber es können doch immer noch Fragen aufkommen oder wenn ihr Fragen gefunden hättet, irgendwo hättet ihr die auch stellen dürfen. Genau, und ich kann euch jetzt nur noch mal wiederholen, was die Shelly gestern gesagt hat. Also es wird definitiv im LS19 eine NF-Marsch geben. Wann es die allerdings gibt, das steht in den Sternen. Da warten wir einfach mal ab, da müssen wir uns einfach überraschen lassen, aber ich denke auf den einschlägigen bekannten Seiten im Internet und auch natürlich bei uns wird es mit ziemlicher Sicherheit Infos über den Stand der Dinge geben. Genau, und gestern kam dann zum Beispiel auch eine Frage, kauft ihr euch das Spiel als Video oder also als Steam oder als DVD? Und ich bin einer der wenigen, oder wir sind einer der wenigen, wir kaufen es als DVD, weil die hat man, da kann nichts passieren und wenn sie weg ist, ist sie auf jeden Fall noch in materieller Form da, wo man sie laden könnte, was bei Steam ja nicht der Fall ist. Ja, ist einfach gelitten. Ja, der Flo kann dazu vielleicht auch was sagen oder so auch immer. Weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ob ich es mir bei Steam hole oder als DVD, gute Frage. Hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Das stimmt wohl. Na? Du hast deinen Steam-Account vergessen, ist das Spiel weg, ne?
Ja, richtig, genau. Und bei der DVD hast du halt die DVD im Bestfall. Was heißt, aber was allerdings auch heißt, mittlerweile werden ja kaum noch Rechner mit DVD-Laufwerk produziert. Da muss man sich halt ein externes Laufwerk kaufen. Nächstes Problem ist, eine CD kann verkratzen. Oder verschwinden. Nennen wir es mal verschwinden. Stimmt auch wieder. Ja, auch hier nochmal der Aufruf. Aktuell wären hier bei uns noch ein paar Spielplätze frei. Das heißt, wenn ihr Bock habt, hier mitzumachen, dürft ihr das natürlich auch sehr gern tun. Kontaktiert uns einfach bei Facebook, schreibt uns da eine Nachricht und das Team und ich, wir werden uns dann versuchen, schnellstmöglich bei euch zu melden oder wir schreiben einfach über, keine Ahnung, über Lagerfeuer oder Rauchzeichen oder was auch immer. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Oh, hier hat der Reik eine Reihe vergessen. Was beim Dreschen? Ja, beim Vorgewende. Oh oh, böser Reik. Ja. Ja, also wir hoffen, dass wir in der Folge, beziehungsweise in den nächsten zwei Folgen, die erscheinen werden, dieses Feld aktuell mal fertig bekommen. Zumindest was das Sammeln angeht. Aber ich glaube, das wird noch die nächsten 5, 6 Folgen so andauern, wenn es hier so weitergeht. Das ist halt doch ein ziemlich groß dimensioniertes Feld. Ja, genau. Und aktuell steht auch noch die Frage im Raum, wie würdet ihr diese Felder oder diese Map bewirtschaften? Mit Curseplay, seid ihr so Curseplay-Fahrer, so Cracks, oder sagt ihr, nee, das mache ich alles selber? Dürft ihr auch sehr, sehr gerne antworten
und in die Kommentare bzw. in diesen Chat reinschreiben. Damit wir mal wissen, wie müssen wir uns hier eigentlich, wie können wir uns hier verhalten. Also ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne ein paar Tipps geben. Oder wenn ihr sagt, Mensch, es wäre geil, wenn ihr auf dieser Map ein bisschen mit Curseplay fahren würdet. Dann bin ich mir so ziemlich sicher, dass wir das auch hinkriegen, wo wollen würden. Nur wie gesagt, dazu bräuchte mal euer Feedback. Und wie gesagt, erstmal ein Dankeschön für die Likes, für die Abos. Dürft natürlich sehr gern fleißig weiter liken und fleißig weiter abonnieren. Hier kommt ganz schön was runter, ne? Ja. Halt. Normalerweise müssten wir dem Kollegen schreiben, der die Wiese hier zu einem Feld gemacht hat. Und am besten irgend so ein Sensenmod und dann alles per Hand runter. Ein Rasenmäher oder so. Der auch Strom mähen kann. Nee. Schon eine Sense. Da gibt's nämlich einen Mod. Genauso wie eine Mistgabel, brauche ich nur noch eine Schubkarre. Ja, genau, so sieht das nämlich aus, ihr Lieben. Wir werden diesen Hänger jetzt nicht, ich werde diesen Hänger noch hinterfahren zum Bunker und dann ist es auch schon wieder Zeit, Feierabend zu sagen. Genau, und dann würde ich fast behaupten, bis zur nächsten Folge, aber ich fahre erstmal mit dem Gespann noch zum Hof, mache den leer und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So, ich sag tschüss, bye bye, danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken und gerne noch ein Like dalassen natürlich. Und ich sag bis zur nächsten Folge und ciao.